Bevor wir die zweite Staffel von Glitch Tale unter die Lupe nehmen, ein kurzer Recap der ersten. Frisk tötet alle, Sans bad-timed ihn weg, Kara übernimmt und legt einen No-Hit-Run hin, wie ihn sonst nur Merk schafft. Frisk opfert sich und gibt Sans seine Seele, dieser dankt Kara. Reset. Gaster glitscht sich in die Zeitlinie, entführt Frisk, ersticht Sans, Frisks Seele jietet sich zu Sans, Sans spielt Anarchieschach gegen Gaster und gewinnt. Reset. Sans sagt Frisk, dass er keinen Scheiß mehr machen soll. Kara wünscht sich zurück in die Existenz, fängt Frisk im True Lab ab und jietet ihn in den Determination Extractor. Sans und Flowey werden in ein Team autobalanced, aber Kara hackt sich den Arm ab und entkommt mit Frisks Entschlossenheit. Sans geht nach Hause und stellt den Bringgaster zurück in Nator fertig, Patent steht aus. Gaster bringt sich und die Buben zu den Menschenseelen, Sans reaktiviert Flowys Adobe-Abo. Die drei konfrontieren Kara, während Frisk hilfreich rumsteht und nichts tut. Kara besiegt die drei mit einem Regenbogenmesser und jeder Menge Hass, aber Frisk wird woke und verwandelt Flowey mit seiner Seele in eine Ziege. Azriel versucht die Bester-Freund-Tour, aber Kara will die Zeitlinie vernichten, damit Frisk ihre Bewohner nicht mehr zur Arbeit für Alfies Roombas machen kann. Azriel meint nur, nein, Bro, und Kara meint nur, doch, Bro. Azriel und Frisk lovebomben Kara, bis er aufgibt, beenden dabei aber auch Karas Probeabo für Leben. Durch die Macht des Regenbogens bekommt Azriel eine richtig schwule neue Seele und zerstört die Barriere. Wir haben also wieder ein Pacifist-Ende, plus Azriel und Gaster, minus die Amalgamates, aber die jucken ja niemanden, also unterm Strich ein Gewinn. Sans fragt Frisk, wann er wieder Scheiße bauen will, aber Frisk meint, dass er jetzt ein lieber Junge sein wird und haut den Reset-Knopf kaputt. Und nun die Fortsetzung.